Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scannern.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Avan an. Dieser hat über neun Kunden mit Garantie geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Neue Kunden mit Garantie – Erfahrungen. Dirk Kräuter im Test. Neue Kunden mit Garantie von Dirk Kräuter ist ein Online-Kurs oder eine Sammlung von DVDs mit 14 Stunden Videomaterial. Dort geht es hauptsächlich um die Akquise von Kunden und darum, wie man selbst zu einem professionellen und überzeugenden Verkäufer wird. Ich habe den neuen Kunden mit Garantietest gemacht und werde heute zusammenfassen, worum es inhaltlich geht und wie ich es persönlich gefunden habe. Dirk Kräuter, der Redner der Vertriebsoffensive. Viele kennen ihn von seinem Seminar Vertriebsoffensive. Dirk Kräuter ist ein sehr gefragter Redner in ganz Deutschland. 100 Tage im Jahr spricht er auf Kongressen, Seminaren oder Konferenzen. Für diese Arbeit wurde er schon als Trainer des Jahres, Speaker of the Year und Top Consultant im Bereich Marketing ausgezeichnet. Auch als Autor konnte er schon viel reisen. Neben Artikeln hat er auch über 50 Bücher, Hörbücher und DVDs entwickelt. Einige davon konnten bei Amazon den begehrten Bestseller-Status erreichen, wie zum Beispiel Umsatz extrem. Neukunden mit Garantie, Inhalt und Aufbau. Insgesamt erwarten einen 12 Lektionen und 14 Stunden Videomaterial. Davon ist vieles ein Mitschnitt seiner Seminare und einige sind Interviews mit Fachexperten, in denen Dirk Kräuter als Interviewer auftritt. Schauen wir uns die Lektionen mal kurz alle an. Neukunden mit Garantie. Die Einleitung ist ein Live-Mitschnitt eines Seminars. Hier geht es um die Akquise nach dem Schachbrettsystem, welche eine hohe Trefferquote hat. Diese Methode kann man bei jeder Zielgruppe anwenden und die Umsetzung ist unkompliziert. Der direkte Weg, erfolgreiche Telefonakquise. Kunden schon am Telefon zu gewinnen, ist für viele Verkäufer noch sehr schwer. Genau dafür ist diese Lektion gedacht. Man lernt, wie man am Telefon einen Termin vereinbart, wie man seine Mitarbeiter schult und ebenfalls für die Telefonakquise begeistert. Wie man ein Telefonskript erstellt, wie man Einwände schon im Gespräch ausmerzen kann. Verkaufen auf Papier. In dieser Lektion wird der Experte Kai Engelmann zu Rate gezogen. Zusammen wird erklärt, wie man Direktmarketing per Post richtig aufzieht. Unter anderem wird dort zum Beispiel erzählt, wie man OR-Codes, das Marketing per Post, auf die Internetpräsenz umleitet. Es wird gezeigt, wie man seine Mail-Kampagne plant und aufbaut und wie man sie am Ende auf das Papier bringt und wie man überhaupt eine Reaktion darauf bekommt. System steckt Talent. In dieser Lektion sieht man Dirk Kräuter selbst auf der Bühne und er bringt eine Verkaufs- und Vertriebsstrategie näher. Stichworte hier lauten Hunter- und Farmer-Prinzip, große Steine und kleine Steine, ABC-Analysen und Dreamlists erstellen. Weiter geht es hier auch auf die konkrete Formulierung und Ausarbeitung von persönlichen Zielen. Geistige Brandstiftung. Hier geht es um den konkreten Prozess des Verkaufens. Generell lernt man die zwei grundsätzlichen Handlungsmotive von Käufern und Interessenten kennen. Lust und Liebe und Angst und Schmerzvermeidung. Über beide Schienen kann man seine Verkaufsstrategie aufbauen. Man lernt selbst mit Kunden umzugehen, die andere schon zur Verzweiflung getrieben haben. Zielgruppenoffensive. Hier sieht man ein Interview mit Christina Görz. Diese Themen werden hier besprochen. Die eigene Positionierung, Huckepack-Marketing, Kooperation für Kundenbindung, Ziele und Zielgruppen bestimmen, Win-Win-Situationen, Gewinnung großer Partner, Haifischstrategie, Hochzeitsmafia. Einige dieser sehr abstrakten Begriffe werden genauestens in dieser Lektion zerlegt und beleuchtet. Erfolgreich akquirieren auf Messen. Wer gerne auf Messen geht und dort bisher untätig gewesen ist, der hat etwas falsch gemacht. Messen sind dazu da, Kunden zu gewinnen, egal ob man dort als Besucher oder Aussteller unterwegs ist. Man lernt, wie man Messeziele formuliert und wie man den Besuch konkret plant und organisiert. Die ideale Kommunikation zwischen Kunden und Verkäufer ist ebenfalls Gesprächsthema auf diesem Live-Mitschnitt. Autorität kommt von Autor. Diese Lektion ist ideal für alle, die eine Karriere als Buchautor anstreben. Es handelt sich hierbei um einen Experten-Talk mit Oliver Gorus. Von ihm kann man lernen, wie man das Buchformat auswählt, wie man Bücher einsetzt, um Kunden zu gewinnen, wie man den Marktwert steigert, wie man einen Verlag finden kann, wie man Amazon als Vertriebskanal nutzt und wie man es auf die Bestsellerliste schafft. Akquisemaschine, Social Media. In diesem Modul kann man sehen, wie mächtig soziale Plattformen wie Facebook, Xing, Instagram und weitere sind. Man erlernt, wie man sie für sich nutzt und besonders die Vorteile von Xing werden hervorgehoben. Auch der Begriff des Guerilla-Marketings wird veranschaulicht. Kunden kaufen, was sie kennen. Hier haben wir wieder einen Experten-Talk und dieses Mal mit Marc von Bandemeer. Thema hier, aktive und passive PR. Wie kann man PR gezielt einsetzen? Wie kommuniziert man mit Journalisten? Wie findet man eine PR-Agentur? Und wie baut man einen eigenen PR-Verteiler auf?
Warum soll ich kaufen? Auch hier sieht man wieder einen Live-Auftritt von Dirk Kräuter selbst, in der es um die persönliche Überzeugungskraft geht. Diese kann man beispielsweise mit rhetorischen Stilmitteln unterstützen oder mit konkreten Verkaufsformulieren nachhelfen. Ein weiteres wichtiges Thema hier sind Zeugen, die von ihrer Erfolgsgeschichte erzählen oder einfach als Referenz dienen. Auch lernt man, wie man den Kunden zu einer Kaufentscheidung motivieren kann. Empfehlungsmarketing Spezial. Das Empfehlungsmarketing gewinnt gerade in der letzten Zeit immer mehr Zuspruch. Wie stellt man denn eine Empfehlungsfrage richtig? Wann wende ich eine der 4 Empfehlungsfragen an? Wie lasse ich mir Termine bestätigen? Wie finde ich Neukunden? All diese Fragen und noch viele mehr werden im letzten Kapitel beantwortet. Nachdem ich bei Dirk Kräuter auf der Vertriebsoffensive war, war ich extrem angestachelt. Mit dieser neu gewonnenen Motivation und Ambition habe ich mir wenig später die DVD-Sammelbox oder wie er es nennt, bestellt. 14 Stunden Material durchschauen dauert erst einmal eine ganze Weile und bis heute bin ich auch noch nicht komplett durch. Ich habe mir zunächst die Themen herausgenommen, die mich besonders interessieren und mich so durchgearbeitet. Bis jetzt bin ich extrem zufrieden mit dem gebotenen Content und mit der Art und Weise, wie sie einem näher gebracht wird. Ich mag die Art von Dirk Kräuter sehr gern, da er einfach, direkt und ehrlich ist. Dazu kommt noch immer eine gute Menge an Humor, was das Ganze dann auch locker macht. Jedem Verkäufer, ob im Internet oder hinter der Theke, kann man dieses Konzept nur ans Herz legen. Es wird dich auf jeden Fall weiterbringen und neue Strategien darlegen, die man noch nicht gekannt hat. Während des Schauens empfiehlt es sich, immer Stift und Zettel dabei zu haben. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.